Moin Leute und willkommen zurück zu Randomizer Solek mit Shiny. Hallo. Ja, werdet wahrscheinlich mitgekriegt haben, dass Montag keine Folge kam. Das liegt einfach schon daran, dass Shiny gerade krank ist, wie man eventuell noch ein bisschen hört. Naja. Aber ja, wir wollten es nicht nehmen lassen, zumindest die Folge jetzt für Freitag schon aufzunehmen, also für heute. Und ja, mal gucken, was daraus wird, ne? Ich darf nicht mehr nach Bemis rendern. Naja, egal. Ja, das hab ich schon. Wir können heute in der heutigen Folge, wenn dann das gut läuft, bis zu 4 Pokémon fangen. Und ich würde sagen, wir rennen jetzt erstmal nach unten aus Dingens raus und sprechen mit Briggs. Oder Maike. Ich renne erstmal hier vorbei. Ich frag mich gerade, haben die schon wieder andere Texte? Ich fange einfach mal an. Oh hey Shiny. Oh hi Basti. Ein Pokénav besitzt die Trainer-Ruf-Funktion. Cool. Ja, sagst du auch. Wir tragen uns gegenseitig ein, dann können wir jederzeit miteinander reden. So bleiben wir in Kontakt? Punkt. Briggs wurde im Pokénav-Verzeichnis eingetragen, beziehungsweise Maike. Ich habe Mr. Barack in Blütenburg bald gesehen, Shiny. Mr. Barack? Barack, ja. Barack, der Herr Ober. Ja, sagt sie oben. Ich werde ja erst auf dem Weg zu seiner Hütte am Meer. Ja. Shiny, wie sieht es mit deinem Pokédex aus? Wie geht das mit deinem Pokédex voran? Meiner sieht schon ganz anständig aus. Meiner ist eine Wucht. Zeig mir, wie gut du geworden bist. Ich werde dich jetzt testen. Wie wäre es mit einem kleinen Kampf? Nee. Doch, machen wir, ne? Ja, ja. Ich weiß, du bist gerade erst ein Trainer geworden, aber ich werde mich nicht zurückhalten. Ich werde nicht verlieren. Das und wieder die Rivalenmusik. Und er hat einen Stolrak. Tyrokrok. Er hat einfach einen fucking Stolrak. Los, Carsten, Zugriff! Ja, so viel zum Thema Carsten. Ich helfe gerade gegen Carsten. In dem Sinne zumindest. Da ist, glaube ich, Korall am besten gerade. Ich glaube, ich sollte auswechseln. Ja, das war ein dummer Move von mir. Was nehme ich denn? Nehmen wir das Zähnchen. Alles klar. Los, Zähnchen! Alles klar. Carsten macht mich gerade, Stolrak macht mich gerade kalt, mehr oder minder. Ich hoffe doch nicht. Naja. Warte, wie verhält sich Eis nochmal zu Wasser? Eis zu Wasser ist, glaube ich, nicht sehr effektiv. Ich muss nochmal kurz auswechseln, dann nehme ich Schreihals. Ich meine, Eis auf Wasser ist nicht sehr effektiv, Wasser auf Eis ebenfalls nicht. Oder Eis auf Wasser, egal. Ich weiß es gar nicht. Okay, das war die beste Methode. Okay, das ist jetzt Bildwäsche. Und. Ja. Ja, dann hier Wirbelgirl, mach du da was. Ich hab halt wirklich gefühlt nichts gegen Stolrak. Ich hab nicht so wirklich was gegen Tyrokrok gerade. Machen wir einen Überroller. Ja, das war doch gut. Ich tue hier gerade zu viel, ey, ohne Scheiß. Ach ja, Leute, falls ihr euch wundert, warum hier unten rechts wieder mal Mii eingeblendet ist. Wie gesagt, ich bin ja... Alter. Du Ficker, küsst mich jetzt nicht. Nee, die Sache ist halt einfach, dass, wie gesagt, ich fühle mich halt auch nicht so gut und dem mach heute keine Festcam. Vielleicht dafür Samstag. Dann kommt ein Wumpel. Alter. Wie ist nochmal mit Korall? Kampf ist nicht so effektiv auf Käfer? Nee, aber andersrum. Krass. Wieder was gelernt. Das Schöne ist ja, dass Statusveränderungen, sobald du das Pokémon austauscht, wieder resettet werden. Oh ja, Crit sehr effektiv. Boots Korall, du bist einfach der Held dieses Kampfes. Ach du Schande, du bist besser als ich gedacht habe. Ja, ich bin noch nicht, weil jetzt hat er noch seinen Stolun... Er hat einen Stolrock und einen Stolunio, ey. Was? Ach, Bullshit.
So, Blubber und dann soll das eigentlich auch gewesen sein. Ach übrigens, ich habe Mr. Bach im Blütenburgwald gesehen. Oder nicht? Basti, du bist gerade hierher gezogen, daher kannst du das nicht wissen. Aber Mr. Bach war Seefahrer. Ich bin noch nicht durch. Ja, aber ich meine, die sind ja eh fast gleich. Ja, ich kann schon mal vor diesen weiterlaufen. Dann mache ich, dann lese ich gleich vor. Aber ich muss da eh nochmal kurz zum Pokémon Center rennen, also von daher. Oh, safety first. Genau. Das ist immer das Wichtigste. Soll ich kann halt wirklich aktuell gegen diese Viecher nur mit Korall irgendwas tun. Demnach levelt mir Korall auch gerade davon. Genesung ist super. Genesung ist super. Dann hat man auf jeden Fall vergessen. Das casten wir vorne. Und eine Heilung brauchst du nicht. Heilung brauchst du nicht, aber Genesung ist ganz nice. Apropos Heilung, ich kann mal einen Pokémon. Kennst du eigentlich Mr. Brack und den Typ, den ich getroffen habe? Du bist gerade erst hergezogen, da weißt du vielleicht noch nichts, aber Mr. Brack war mal Seefahrer. Ja. So. Naja, ich habe gerade auch einen Trank genutzt, also von daher. Alter, ohne Scheiß, ne, mit der Trank, fällt mir noch die Heil-Item-Claws, ne, das wäre halt AIDS wirklich komplett. So. So, sollte erstmal reichen. Oh, du hast da, Supertränke sind natürlich auch nice. Dann nehme ich 4 Tränke. Und 10 Supertränke. Das sollte erstmal passen. So. Dann würde ich sagen, wir gehen nach unten weiter, ne? Wieder? Zurück? Ja. Und holen uns erstmal das Item, was wir da verpasst haben. Hinter dem Baum. Los, Nasenboy! Ja, los, tot und weiblich. Sanftglocke. Blendpuder. Ich guck mal nach, was Sandstöcke nochmal war. Fördert Freundschaft so für die Evolutions und sowas. Oder für die Pokémon, die sich halt durch Freundschaft entwickeln. Ja, genau. Das ist bei manchen. Was macht der Blindpuder? Item zum Tragen senkt die Genauigkeit des Gegners. Das ist nice. Boah, aber quasi, nicht quasi wie eine Blendgranate. Wieder ab durch den Wald. Wie gebe ich das denn mal? Keine Ahnung, Zähnchen, bitteschön. Why not? Ich bin gerade schon in Mr. Ducks Hütte. Ah, ist klar. Bin gerade im Wald. Naja, kannst einfach mehr oder weniger quer durch. Ich sehe gerade, wie er seinem komischen Pack runterherläuft. Ich bin auf Gras gelaufen. Das ist ein Logok. Ja, Logok wäre nice gewesen. Vulva, Flucht. Ist kein Bock zu kämpfen. So. Der Typ im Raum. Ich rede ja mal mit dem Typen. Hast du auch schon geredet mit dem Typen jetzt? Ich habe gerade angehört. Ja. Warte, Mädchen, Junge. Ach, immer diese Genderfrieden-Leute heute. Immer langsam, Pecco. Hm? Oh, du bist Shiny. Oder Basti. Ach, egal. Du hast mein Liebling Pecco gerettet. Wir verdanken dir sehr viel. Wie bitte? Du möchtest mit mir segeln? Du musst einen Brief in Forstauhafen und ein Paket in Graffiport City abgeben? Da bist du aber gut beschäftigt. Aber deine Bitte ist überhaupt kein Problem für mich. Bei mir bist du richtig. Wir setzen die Segel Richtung Forstauhafen. Also auf nach Forstauhafen. Anker gelichtet. Pecco, my old Pecco. Wir setzen die Segel, mein Liebling. Und jetzt... Boah, Speedboot, Alter. Ey, du Wichser. Piep. Bist du auch angerufen? Ja, ja. Okay. Oh, Shiny. Wo bist du gerade? Es hört sich an, als sei dort sehr windig. Ich habe gerade von Mr. Trumpf von Devon erfahren, dass du einen besonderen Pokénuff hast. Daher rufe ich dich an.
Du hörst dich an, als ging es dir gut. Dann bin ich beruhigt. Pass auf dich auf. Klick. Und der Vater Norman. Wer nennt seinen Vater Vater Norman, Alter? Besser als Mutter Norman. Ja gut. Naja, bei den ganzen genderfluiden Geschichten heutzutage wäre es auch nichts Neues. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ahoi, wir haben in Forstauhafen Anker geworfen. Ich vermute, du wirst diesen Brief jetzt zu diesem Treu bringen. Jetzt, wo ich ja, wieder denke, ja, ist ja... Oh ja, der Angler da unten rechts neben der Arena, der gibt uns die Angel. Der noch? Ja. Okay. Das ist ein berühmter Angelplatz. Ups. Hast du Lust zu angeln? Ja. Ich hab dir genau zugehört und mir gefällt, was du gesagt hast. Ich werde dir meine Angel geben. So, Dankeschön. Das Ding wird direkt erstmal auf den Schnelldingens. Und als kleine Zugabe gebe ich dir noch einige Tipps zum Angeln. Schüttelst du erst das Wasser an und dann benutze deine Angel. Boah, ist krasser Typ. Ja. Konzentrier dich, wenn etwas anbeißt, hol die Angel ein. Manchmal kannst du mit einmal etwas Großes fangen. Manchmal musst du immer wieder kurz die Angel annehmen, um etwas Land zu ziehen. Das ist ein krasser Tipps, Alter. Ja. Boah, Alter. Ja, ich setze das Ding erstmal auf den Shortcut, letztendlich. Beutel. Wir können uns nämlich direkt hier jetzt auch wieder eine, was fangen. Ja, sowohl hier als wenn wir auch nach rechts reingehen, sind wir direkt in Route 7. Achso, Route 107 können wir auch noch, dann können wir sogar 5 Pokémon. Chillig. Das ist ja nice, so. Dann würde ich erstmal sagen, wir holen uns in Forstauhafen erstmal eins, ne? Ja, warte, muss ich kurz zurücklaufen, so. Warte, wo hab ich den Select A, Y? Oh, jetzt wird's schon, Junge. Naja. Nicht mal ein klitzekleines Knabbern. Dann suche ich mal kurz einen anderen Platz hier in Forstauhafen. Vielleicht ja hier. Oh, ist da was angebissen. Du hast ein Pokémon am Haken. Was soll das wohl sein? Knabbern. Oh, wow. Das ist ein Kleinstein. Ich meine, klitzekleines Knabbern. Das hält mich schon mit dem Bohntypen. Ja, irgendwie ist das Gefühl auch ein Monolog, aber egal. Ich hab da nichts. Menno! Gerade eben hatte ich was angebissen gehabt und jetzt kommt nichts. Sollte ja eine Kopfnuss überleben, oder? Oh ja. Macht ja gar keinen Schaden. Jawohl, jetzt hab ich auch was. Ein fucking Donphan. Oh, wie geil! Also Kleinstein und Donphan eventuell. Ja, ich habe nur sehr effektive oder nicht sehr effektive Angriffe. Das dauert jetzt ein bisschen. Bevor mir die Attacke noch daneben geht. Das kann ein Igler und Lebensula. Krass, da freue ich mich ja. Okay. Ja. Hornattacke kann Donphan. Okay, Beutel. Warum? So. Ich hab meinen Donphan auch gefangen, also von daher. Beutel, warte kurz. Toll, Kleinstein. Ich hab das Beste. So, ich nehme meinen Benjamin. Ja. Ist aber also klar. Ja. Kleinstein. Ich war kurz vor Money, aber dann dachte ich mir so, ach ja, Mammutier gibt's ja noch gar nicht. Ja, nee, nicht Money. Money ist wahrscheinlich besser. Kürzer. Ja. Dass Mammutier hier noch nicht gibt. Gibt ja nur Keifel und Quiekel und Keifel. Wie hast du deinen Kleinstein genommen? Oder? Stoner. Stoner, alles klar. Ah,
Ja, fällt nichts besser sein. Dann holen wir das, würde ich sagen, ich gehe da mal kurz in, ins Pokémon Center. Heil kurz meinen Glitch, dass der ein bisschen abbekommen hat. Ey, wir sind schon wieder bei 15 Minuten. Dann passt das mit den vier Pokémon vielleicht für diesen Part auch ganz gut. Tackle Einiklons Lebensulabor, ist ja richtig scheiße. Ja, dann würde ich sagen, hol mich erstmal für Route 100. Oh, ja. Oh, nicht vergessen. Ja. Gibt's hier einen Pokémon-Markt? Nein. Okay. Hast du keine Bälle mehr? Nein. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach Blütenburg City, ist wahrscheinlich sinnvoller. Dann müssen wir nachher auch nicht wieder zurücklaufen. Oder? Blütenburg City? Ja, dann wieder mit Mr. Brack reden. Oh fuck. Schon, ich bin gerade da oben in den Kampf gerannt. Schon. Was machen Angler, wenn sie mal auf die Toilette müssen? Dann renne ich oben auch mal kurz in den Kampf. Niemals. In der Zeit könnt ihr etwas anbeißen. Das heißt, er pisst sich in die Hose. Läuft wohl. Jaja, deswegen auch die Hosenfarbe, damit man das nicht so sieht. Ein Alpollo. Cool. Kabutops. Man geht in meine Attacken daneben. Ein Kabutops mit a fucking Absorber, bitte was? Alter, dann darf ich einfach, Alter. Ich darf natürlich einfach bin ich jetzt niemals, mal darf ich Korall gegen dieses Kabutops einsetzen. Aber müssen wir hier in Forster Hafen nicht noch irgendwas machen? Bevor wir jetzt wieder abhauen? Ne, wir kommen ja gleich wieder. Mehr oder weniger. Achso. Wir gehen nur noch Blütenburg, um uns dann Pokémon zu fangen. Okay. Ich besiege jetzt einfach das Kabutops eben, genau wie du das Alpollo wahrscheinlich jetzt gerade am besiegen bist. Ja. Nur, dass ich halt mehr oder minder hier mit ein bisschen festhänge. Alter! Führt er mich doch nicht. Rot und weiblich hier, mach du mal. Oh, ich bin nur tot, du hast mir jetzt was tot. Mach keinen Scheiß. Verfolgung ist mir jetzt egal, ob du jetzt nichts zurückrufst oder so. Verfolgung also kriegt hier noch mehr weh als früh als jetzt. Würde ich tatsächlich nicht gerne noch nicht lange im Team lassen, weil es mein drittes. Ja, okay, es ist Gestein, aber. Ja, es ist aber tatsächlich mal eine Kombination von zwei Pokémon, die halt mal einigermaßen gut funktionieren könnte. Finde ich jetzt. Achso, ich muss es ja sogar im Team lassen, ne? Ne, musst du nicht. Zumindest nicht, bis wir halt unser zweites Pokémon. Trugschlag. Achso. Oder weiblich in einem Trug. Das ist gut zum Fangen. Das ist sehr gut zum Fangen. Silberblick, tschüss. Das ist halt mein drittes Gestein-Pokémon. Beziehungsweise, Bodentyp. Ja. Ich habe meinen Schaumzettel leider verloren. Und da weiß ich gar nicht, wie mit Carsten und Stuhlkopf. Ja. Aber also, hey, mein Tod und Weiblich hat jetzt Trugschlag. Das heißt, Pokémon bleiben immer ein KP übrig. So, wir gehen jetzt wieder zurück nach Blütenburg erstmal. Jo. Wieder mit Mr. Brack reden und ab nach Blütenburg. Weil dort können wir ja auch, da ist ja ein See, da können wir auch ein Pokémon fangen. Ach, die Musik ist auch schön. Die Waterway-Musik. Geht. So. Und am besten wieder über den Strand, weil da ist ja kein hohes Gras. Und vor allem kann ich mir jetzt auch wieder Bälle kaufen. Ja. Das ist wahrscheinlich so das Erste, was ich mache. Erstmal Bälle kaufen. Dann gehe ich, glaube ich, in der Zeit ins Center, weil mein Dingens ist nämlich paralysiert. Da habe ich keinen Bock drauf. Paralyse ist nicht gut. Ich kaufe mir erstmal 18 Pokébälle. Sollte erstmal reichen. So. Um noch einen Premierball dazu bekommen. Hättest du mal 20 gemacht? Ja, egal. So, dann... So, welchen See nehmen wir denn? Ist das meine? Das ist nur ein großer, oder? Nee, hier ist auch ein anderer. Das ist ein großer, naja, das sind zwei kleine, aber ich, Nimm den.
Ich halte erstmal kurz meine Pokémon. Okay, dann warte ich noch. Übernehme ich doch den. Du kannst schon anfangen zu fangen. Es ist wurscht, weil letztendlich in beiden Sinnen ist das gleiche. Ich weiß, aber trotzdem. Hier. Der ist schöner. Den oben, geht's. Den oben oder den unten? Den oben. Dann nehme ich den unten. Da, wo man sich den spiegelt. Mal ein klitzekleines Knabbern. Komm schon. Komm schon. Damn. Ich trinke währenddessen weiter schön meinen Tee. Oh nein, wir angewiesen. Komm schon, gib was Geiles. Jawohl, ich hab auch was im Haken. Und, was hast du? Gardevoir. Du Ficker. Aber das wird ein Duo, weil ich habe ein Nidorino, mein Lieber. Das ist endlich mal ein geiles Duo. Das ist wirklich geil. Die Frage ist, was mache ich jetzt, ohne es zu töten? Ich habe Trugschlag. Ich nicht. Ich mache mal einen Tackle. Tackle sollte okay sein. Ja. Oder Kampfattacken. Tackle ist Half-Life. Ja, das Ding hat eine scheiß physische Verteidigung. Weißt du was, ich werfe jetzt selber schon einen Ball. Ich hab einen Superball. Tackle. Go. Ist dann natürlich männlich. Gift Dorn. Boots, Alter. Da. Ich kann die Viecher einfach alle vergiften, die mich angreifen. Das ist geil. Ah, Junge. Ich habe ein männliches Gardevoir. Wie geil ist das denn? Ich nenne es Trap. So, Beutel. Ich bin jetzt wirklich schwer. Pokéball, einfach mal versuchen zu fangen. Jawohl. Ich nehme mein Nidorino einfach King. Passt schon. Ist Trap zu unkreativ? Nö. Das war's. Okay. Trap wie Falle, also, ne? Sag mal so, ja. Trap und King. Passt ja. Trap King. Würde ich jetzt tatsächlich eher lieber als Kleinstein ins Team nehmen. Wäre ich übrigens auch dafür. Alles klar, machen wir das. Dann holen wir es direkt erstmal aus der Alter, ich muss jetzt aufpassen, ich muss schnell erstmal meine Pokémon heilen, weil mein Glitch ist vergiftet. War das doch wirklich eine geile Kombo. Das ist tatsächlich mal die erste Kombo, wo wir beide sagen, ey, wir haben beide was Geiles. No. Weil Gard, Alter, ich beneide dich gerade um das Gardevoir, ne? Ja, vor allem, weil du am Anfang irgendwie mal ein Tass... Ich hatte ein Traster. Traster. Ja, und nicht Tassler. So, Team-Pokémon. Wobei, was wäre sinnvoller rauszunehmen von allen Duos? Ich glaube, Don von Kleinstein ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Also, Carsten würde ich ganz gerne behalten. Was war mit meinem Sturkopf bei dir gelingt? Sturkopf Schreihals. Mein Kravums. Das würde ich auch gerne noch drin behalten, weil es ist ein recht ziemlich guter Tank. Ja, aber ich hätte halt echt ungern drei Bodentypen drin. Ja, gut. Dann nehmen wir Don von Kleinstein raus. Von den Attacken, die Donphan hat, bin ich auch nicht jetzt gerade so zufrieden. Also von daher, ab in die Box 1. Und sie ist positiv, denn hast du, wenn was stirbt, auf jeden Fall noch was Gutes in der Hinterhalt. Definitiv. Gut, meine Lieben, dann machen wir das so. Und dann würde ich sagen, dann machen wir auch an dieser Stelle mal einen Cut. Ja, genau. Wir sind schon wieder bei 24 Minuten. Wisst ihr was, wir nehmen gleich zwei Folgen auf, dann haben wir vom Montag auch noch eine Folge. Aber, weil ich will noch Pokémon anfangen. Es passt. Gut, meine Lieben, dann bis Montag. Haut rein, schönes Wochenende und bis dann. Tschüss.